Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute mit was richtig geilen, finde ich. Also das ist doch mal innovativ, nice am Start. Kommt von Hooks Home. Es ist ein Spiegel. Okay, das ist jetzt noch nicht so innovativ, ja? Spiegel. Das ist ein Spiegel mit Beleuchtung. Okay, das gibt's auch schon öfters, ja? Die Maße können 70 mal 50 sein. Die Maße können aber auch rund sein, eckig sein oder 60 x 80. Also ihr habt da mehrere Wahlen zur Auswahl. Es gibt diese Geräte mit Bewegungssensorschalter. Es gibt dieses Gerät mit horizontalen und vertikalen Einbaumöglichkeit, mit Uhr- und Temperaturzeiger und oder mit einem runden Typ selber. Also ihr seht, es gibt Unterschiede auch bei diesem, was Hooks Home uns dort anbietet. Hier haben wir den 21HLED53, kennt doch jeder, in 700 x 500 mm ist ein Bad-Spiegel mit lichtimitierender Diodentechnik. Rechteckig, Querformat. 3200 bis 6000 Kelvin ist die Farbtemperaturmöglichkeit, das heißt, wir haben ein neutral-weiß Tageslichtweiß am Start. Stufenlos dimmbar, Anti-Beschlagfunktion per Knopfdruck. Und das ist nämlich das, was ich jetzt richtig geil finde. Denn wer kennt es da nicht? Ihr geht duschen, ihr geht baden, alles ist am Dampfen etc. Ihr wollt euch schnell noch im Spiegel schick machen und der ist total weiß. Also jetzt nicht von Farbe, sondern von Kondensation. Das ist doof, oder? Hier kommt Hooks Home und hat sich gedacht, da machen wir doch was gegen. Und zwar eine Anti-Beschlagfunktion per Knopfdruck. Richtig geil. Und on top noch PIR, Bewegungssensoren dazu verpasst. Boah, finde ich cool. Das ist ein Badspiegel mit Tageslichtweiß, Touchschalter, er ist dimmbar, Antibeschlag, Heizung. Ne? Also das wird erreicht dadurch. Erstmal, okay, wie entsteht Kondensation? Wir haben ein kaltes Glas, sprich der Spiegel hat ein Glas davor. Dieses kalte Glas ist kälter als die Umgebungstemperatur. Wenn dann aber in der Umgebungstemperatur eine Sättigung kommt durch den Wasserdampf, ne, die Sättigung mit Wasser in der Luft, und es ist dort warm, wird das Wasser sich an den, sprich die kleinen Perlen, die Dampfperlen, setzen sich dann nämlich an der kalten Oberfläche ab. Das ist dann die Kondensation. Haben wir auch im Auto zum Beispiel am Anfang, wenn ihr einen Kaltstart hinlegt, kommt meistens hinten ein bisschen Wasser rausgeschossen. Ne? Also jetzt nicht literweise. Um den vorzugehen, hat Hooks gesagt, wir bauen dann eine kleine Heizung ein. Dies ist dann so nicht Kunststoff, sondern das sind dann Kupferdrähte, die durch das Innere des Spiegels sich geleitet wurden. Und dann heizt es ganz minimal ist das. Das ist jetzt keine Riesenheizung, 1000 Watt oder so. Nee, es ist eine ganz kleine Erwärmung, die dort stand. Genau das gleiche Prinzip wird bei euch am Auto auch an der Heckscheibenheizung angewandt. Das jetzt auch bei euch zu Hause, wenn ihr wollt. Und dazu gibt es noch den Bewegungssensor. Ne? Es ist ein Badspiegel, daher mit einer innovativen Anti-Beschlag-Spiegelheizung. Das sorgt bei trotz hoher Luftfeuchtigkeit im LED-Spiegel für eine kondenswasserfreie und glasklare Sicht. Für den umweltfreundlichen Gebrauch ist es daher auch mit der Taste manuell oder aktivierbar. Und wir haben energiesparenden Betrieb des lichtimitierenden Beleuchtungssets. Das heißt, dieser Badezimmerspiegel wird durch Berührungsschalter oder Infrarotbewegungssensoren an- und ausgemacht. Dank modernster lichtimitierender Technologie kann die Lichtfarbe von 3300K bis 6000 Kelvin eingestellt werden. Durch kurzes Betätigen oder durch Halten können wir demzufolge dann an- und ausmachen oder halt die Lichtintensität des Touchschalters oder des Lichtes verändern. Stufenlos wird es gedimmt oder aufgehellt. Zugleich wird die letzte Lichteinstellung automatisch abgespeichert. Das heißt also, wir haben auch eine Memory-Funktion. Der umweltfreundliche Blei- und kupferfreie Silberspiegel wurde mit einem stabilen Aluminiumrahmen und wasserdichter in der Rückseite konzipiert. Sie weist daher eine hohe Sicherheitsstandard mit der Schutzklasse IP44 gegen Spritzwasser auf. Natürlich meint der Hersteller jetzt nur, dass dort im Spiegel selber, sprich in der spiegelnden Oberfläche, kein Kupfer drin ist. Die Heizdrähte da drin, sprich die Verbindungen der Mikroelektronen, werden dann trotzdem noch Kupfer enthalten, was aber jetzt nicht so schlimm ist.
Und es ist sehr recht einfach zu installieren. Wir brauchen nur im Prinzip eine gerade Linie. Dann messen wir die äußeren Punkte der Aufhängmechanismen ab, setzen das Ding gerade an die Wand, kommen Schrauben rein, Dübel vorher natürlich rein. Wenn ihr in Fliesen bohrt, dann heißt es dort Fliesenbohrer benutzen und Dübel setzen, Schrauben rein, dann aufhängen. Und was ihr natürlich machen müsst, ist, dieser Spiegel wird an unser Bordnetz angeschlossen. Das heißt also, ihr braucht eine Phase, braun oder schwarzes Kabel, und ihr braucht ein blaues Kabel, was aus der Wand ragt. Diese beiden Kabel schließt ihr dann an den Spiegel an, um den Stromkreis schließen zu können. Das solltet ihr tun, während der Strom abgeschaltet ist. Und dann kann es losgehen. Was auch wirklich sehr überragend ist, finde ich, ist, das Ding ist TÜV geprüft und sie kommt von einer Hamburger Marke, die seit über 10 Jahren mit professionellen Sanitär-Equipment in Deutschland handelt. Der Spiegel sind daher von hochwertiger Qualität und wir schauen uns jetzt an, ob es auch richtig transportsicher gepackt worden ist. Aber das sieht schon sehr aus. Es ist kein Geklimper zu hören etc. Sieht nice aus. So, wir öffnen mal das Päckle und schauen uns an. Oh ja, alles klar. Guck mal, sehr gut verpackt. Wir haben hier nämlich, auch wenn es Kunststoff ist, ja, aber so ein Spiegel kostet viel Geld. Wenn man jetzt dort dann nicht solche Luftkammern einsetzt, weil sie haben hier am Rand sind sie schon auf Pappe gegangen mit Wabenstruktur. Daumen nach oben, sehr gut verpackt. Und dann legen sie noch einmal hier die Luftfeder, also Freunde, hinein. So, und nun haben wir hier das Produkt schon vor uns liegen. Haben wir eine Bedienungsanleitung dabei, die schauen wir uns jetzt mal kurz zusammen an. Ihr seht, hier rund gibt es Hochformat, Hochformat und Breite. Das ist jetzt das hier, dieses ist es hier. Und Bedienungsanleitung gibt es auf Deutsch, genau. Und hier seht ihr auch, dass hier die Montage eines solchen Teiles eigentlich immer relativ gleich ist. Wir müssen gucken, wo sind die Aufhängemechanismen. Dann bohren wir uns dort hinein, versuchen das natürlich in Waage zu halten und dann können wir loslegen. Oh, ich sehe gerade hier, das ist auch mit Erde abgesichert. Das heißt, wenn ihr drei Kabel aus der Wand bekommt habt, ne, wie ich vorhin schon sagte, blau ist der Neutralleiter, braun oder schwarz ist dann die Lifeline, also sprich die scharfe, wo der Saft drauf ist, wenn der angestellt ist, und grün-gelb wäre die Erde, die könnt ihr auch noch anklemmen. Sehr schön. Hier gibt es noch ein paar Specs. Die Dinger funktionieren von 220 bis 240 Volt System. Das heißt also, wir können damit auch in ganz Europa unsere Badezimmer verschönern. So, wie ist das Ding? Ja. Guckt euch das an. Sieht nice aus. So, hier haben wir den Hitze-Button, hier haben wir den Licht-Button, hier haben wir ich guck mal, ob einer unterwegs ist, LED-Freunde, und also die Bewegungserkennungen, und hier drum, dort ist natürlich dann sind die LED-Bänder eingelassen, die dann hier durch das Draufdrücken in der Stärke verändert werden, oder an oder aus. Touchscreen, das heißt also, wenn ihr immer schön euch da aufhaltet, gibt es auch nicht so viele Patscher drauf. So, Kantenschutz, alles war dran, alles ist in Ordnung, sehr schön, jetzt drehen wir einmal um. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich ihn nicht hier zerstöre oder so, das wäre blöd. So, hier seht ihr die Aufnahmepunkte, dort kommt eine Schraube rein, also an die Wand. Dort und dort, in diesem Abstand, den messen wir, dann kommt das hinten dran, fertig. So, die hintere Seite ist in Blech gehalten, sehr schön, das könnten wir auch aufschrauben. Es ist also mit Schrauben gesichert. Die Verpackung ist sehr gut, hatte ich schon gesagt. Und hier haben wir auch noch Montagematerial mit am Start. Hier sind Schrauben dabei, hier sind Dübel dabei und hier ist sogar ein Bleistift mit on board. Ich gehe kaputt, die packen euch sogar einen Bleistift dazu. Ist das cool. So, und hier sehen wir auch schon die drei Kabel, von denen ich sprach. Wie gesagt, wir haben ein braunes, wir haben ein blaues und wir haben ein Erdekabel. Das klemmen wir mit einer Schuko-Klemme zum Beispiel. Die solltet ihr heute verwenden. Einfach an unser Bordnetz an und dann können wir das Gerät auch schon benutzen. Sehr, sehr nice. Sehr schöne Qualität hier am Start. Und das sieht cool aus. Cooles Ding.
wirklich cool, relativ einfach auch zu installieren. Das bekommt ihr auch schon hin. Außerdem habt ihr jetzt auch gesehen, wie recht simpel das ablaufen kann. So, das ist der Hoaxhome Spiegel mit Beleuchtung. Oh, neutral weiß, kalt weiß, Badezimmerspiegel. Mit Tageslicht weiß, mit Touchschalter, der dimmbar ist, Anti-Beschlagfunktion und Bewegungssensoren. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun.